Hallo und herzlich willkommen im Sportsman auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur weiteren Runde Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der Folge müssen wir den Brokatstoff da klauen. Ich habe da schon ein bisschen spioniert. So, habe ich gewartet, bis die alle schlafen. Vielleicht habe ich ihn in der letzten Folge übersehen. So. Die Fackel muss ich mal wieder. Sonst haben sie uns ja wieder. Da werden wir da schnell zum Müller reiten. Den Weg müssen wir immer. Der Nachtschlag, das ist ein bisschen anders aus. Na, hoffe ich, dass uns der die Informationen gibt, wo die Erpresser sind. Dass wir da weiterkommen in der Story. Ich glaube, ich bin falsch gekriegt. Ah nein, da vorne ist schon die Mühle. Oder nicht? Ich hätte echt den oberen Weg nehmen müssen. Ja. Hätte man echt den oberen Weg nehmen sollen, ja, ist ja wurscht. So, da. Können wir wenigstens die Reizkills zum. Oh, ich bin schon richtig. So, Fackel weg. Dann warten wir ein bisschen in der Früh. Also müssen nicht da der Müller schon auf sein. Und dann werden wir ihm den geben. Und hoffen, dass wir da Informationen kriegen für das. Da in der Story weiterkommend.
So, wo ist denn der Müller? Da ist er, der Müller. Ich muss. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Hey, wer ist da? Ich habe den Brokatstoff. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. Kann ich für schon eine Ware verkaufen? Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es... So sieht's aus. Okay. Hey, wer ist da? Ich bin's. Müssen wir nur mehr arbeiten, Herr, oder was? Möglich. Kommt drauf an, wie du zu Bier stehst. Soll ich dir welches bringen oder gar eine Brauerei ausrauben? Der Wirt in Uschitze braut ein neues Bier, das mir einen Haufen Geld einbringen könnte, wenn er denn das Rezept teilen würde. Tut er aber natürlich nicht. Du wirst das Rezept für mich stibitzen. Obwohl er nicht lesen kann, hat er es vom Schreiberling festhalten lassen. Du wirst allerdings danach suchen müssen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass du die Mühle gegen eine Brauerei tauschst, aber ich bringe dir das Rezept. Gut, aber trödle nicht zu lang rum, ja? Ja, man denkt, das mit dem Brokatstoff war das Letzte, was wir dafür machen müssen, aber... Da wird in Uschitze. Pass auf, Uschitze ist jetzt im Norden oben, gell? So, dem. Thalmberg, Uschitze. Machen wir mit der Schnellreise. Kann ich jetzt zwischen die Folgen innen machen, das aufbereiten? Dann darf ich es selber machen. Aber sind wir durch Dallenberg, kam man durch. So ist eine schöne Strecke. Aber wahrscheinlich werden wir da Sparschluss knacken müssen. Da werden wir. Da
Okay, wenn wir uns jetzt ein Zimmer nehmen, dann lege ich mich 1 Stunde nieder, dann haben wir schon mal einen Speicherpunkt. So, das ist, glaube ich, eine gute Variante. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hast du ein Bett für die Nacht? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ja, ich war schon. Ah, was gibt's Neues? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Ich hörte, in Thalmberg ist einiges los. Dort hat sich angeblich eine Bande Wilderer im Wald niedergelassen. Mehr weiß ich leider nicht. Sprich am besten mit Nikolas, dem Thalmberger Jägermeister. Und das ist noch nicht alles. Gerade gestern Abend war Pater Gutwin hier und hat wegen dem Kräuterweib Gertrude Gift und Galle gespuckt. Den kümmern solche Kleinigkeiten sonst nie. Und da ist noch etwas. Hier? Du solltest hören, was der Stallbursche Willibald angestellt hat. Als der Stallmeister den Jungs hier davon erzählt hat, sind sie vor Lachen vom Stuhl gefallen. Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. Okay. Alles Gute. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Da wird die Sinne sehen. Jetzt haben wir zuerst einmal. Stunde und dann holen wir uns was zum Essen. Gut, dass wir mal gespeichert haben. Ich möchte nicht, wenn wir die einem den Brokatstoff bringen, dann.
Das ist ja viel leichter gegangen, als ich gemeint habe. Ich habe echt gemeint, ich müsste in die Truhe mit dem Schloss. Ja. Wenn das so wertvoll ist, warum leckerst du denn dann da hin? Pass auf, ich glaube, ich reite jetzt nach Dallenberg mit Schnürreis und von da weg danach. Also jetzt muss ich wieder nach einen Ort reiten, dann wieder zurückgehen. Und dann mache ich mir da die Skills. Ja, ich hätte die Regale siehst durchgeschaut und dann hätte ich, mein Verdacht war echt in der mit dem schwaren Schloss, weil ein neues Bierrezept ist was Wertvolles. Auch wenn man nicht lesen kann, aber trotzdem. Jetzt müssen wir den gerade unten schnell markieren. Ja. Ah, da gibt's Chor. Hätte jetzt kein Problem. Ja. So, auf geht's. Ja. Na, es reicht ein bisschen auf für Bringend. Ich finde die Spür richtig genial. Es ist alt, es ist genial. Ich habe da schon wieder ein paar anderen Leute in letzter Zeit drüber geredet. Ich weiß, ich will was essen. Aber es wäre gut, wenn so ein Wirstepper ist. Hoppala. Ja. Er braucht lang zum Heilen, der Toso.
So. Sind wir gleich unten. Dass wir in der Story weiterkommen. So, das IP-Rezept. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Da dein Bierrezept, schau her da. Hier ist das Bierrezept. Wunderbar, hier deine Belohnung. Zum Beispiel 25. Hast du einen lohnenswerten Auftrag? Es lohnt sich eher für mich, aber du kannst gern mitmachen. Der Schuster in Sasau hat ein paar schöne Stiefel für die hohen Herren gefertigt. Und soll sie mit Sporen versehen. Die Sporen will ich haben. Würde der Schuster denn nicht Ärger bekommen, wenn die Sporen weg sind? Und ist das unser Problem? Wohl kaum, oder? Bald gehören sie dir. Ja, dann müssen wir jetzt nur mehr. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. So. Stoff, Bier. Was alles so braucht, gell? Jetzt pass auf, haben wir da etwas zum Essen dabei? Jawohl, da haben wir etwas dabei. War nur einmal ein Honig. Ja! Hätte ja so eine Aktion werden. Ja! Aber was tut man nicht alles, dass man Informationen kriegt? Irgendwann werden wir uns so in Sasau anblicken lassen können. Oder wir werden teuflisch gestraft sein müssen. Nächstes haben wir schon das Reiten abgebracht. Verschlungenen Wege.
müsste dann das Haus da oben sein. Hat sogar das Pferd. Stiefel, alte Stiefel. Schusterwerkzeug. Okay. Was ist mit dir passiert? Kleines Schusterwerkzeug. Jetzt muss ich gerade schauen, wo das ist. Er hat Stiefel gemacht für einen hohen Herrn mit Sporen. So wie es ausschaut, schlaft er da drin. Ja, dann müssen wir schauen. Ich suche mir jetzt das raus. Ich suche jetzt da und dann werde ich in der nächsten Folge zum Diebstahl abholen, meine lieben Sportsfreunde. Das war es aber für diese sportliche Ausgabe. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4 weitergeht, nichts mehr Neues versandt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir dieses Video hier anschaust, vergesst mir meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.